Moin Leute, Timex hier, wir reagieren auf den Vlog von Reason. Ich wollte gerade Reasons Kanal suchen. Du gibst einen Reason, Platz 1, Reason küsst. Zweitmeister Anfrage, Reason küsst 24-Jährige. Drittmeister Anfrage, Reason A, 24-Jährige. Fünfter Platz, Reason Schweden. Dann kommt einmal Reason Settings. Und dann kommt wieder Reason klärt sich Schweden. Reason Malle. Wie geil. Das war's. Einer der besten Fortnite-Spieler der Welt. Aber die Leute wollen nur sehen, was da mit der Schweden ging. Ey, brutal. Genial. Krass. Okay, rein in. Was darf man ja wirklich passieren? So geil. Er lädt so einfach hoch. So geil. Digga, das mit noch nicht mal 16. Ist noch knapp 15. Damit würde ich sagen, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen. Da gibt's einen Vlog, da gibt's ganz tollen Vlog. Wir sind hier bei Reasons Vlog. Alter, wie cool das Crossover. Ihr habt ja alle meine Story gesehen. Ich habe ja keinen Vlog, ich habe nur eine Instagram-Highlight-Story. Ist wie ein Vlog quasi, aber halt ganz viele Storys ineinander. Ihr kennt Highlights auf Instagram, ne? Könnt ihr auch gerne abchecken. Da seht ihr das dann aus meiner Perspektive. Meine lieben Freunde, lasst doch direkt schon mal gerne ein Abo da, Follow da. Und ein Like. Mach's gut. Ja, mach's voll. Jetzt will ich hier auf YouTube den ganzen Tag machen. Ja, wir sind jetzt hier gerade am Flieger angekommen. Das ist extrem frierig. Der Reason ist dein Vlog. Achso. Was du sagen sollst. Was du sagen sollst. Ja, wir gehen jetzt nach Malle und dann sehen wir uns später in Malle, glaube ich. Wir waren hier. Jetzt nach Malle oder sehen wir uns später in Malle? Geil. Safe. 1,5 Stunden Verspätung. Safe. Ganz. Oh, das nervt euch. Mein Bruder ist auch noch dabei. Meine Freunde am Abend, meine Freundin, ich freue mich auf ihn nicht hört, aber wieder uns später mal einfach. Guten Leute, was geht? Ich wollte nur mal einen Liebe danken an Eli, dass er mich überhaupt hier dazu eingeladen hat. Guten Morgen, es ist jetzt 10:40 Uhr, mir geht's maximal scheiße, ich habe Kopfschmerzen. Nee, ja, ich will auch nicht mehr in Urlaub verschwinden, weil ich habe ihn gestern um 2:30 Uhr. Einfach nichts mehr gefühlt, einfach am nächsten Tag direkt weg. Eingepennt für 1,5 Stunden, dann wurde ich zurückgefahren zum Hotel. Jetzt habe ich 6 Stunden oder 7 Stunden geschlafen. Jetzt lege ich mich einfach in die Sonne und habe mich fett am Pool. Genau. Es ist jetzt so 11.40 Uhr. Wir haben uns jetzt ein Taxi bestellt zur Villa. Man hat aber ordentlich gegessen, ne? Richtig reingehauen hier. Maximal tot. Also, ich habe Kopfschmerzen und alles, habe jetzt was gegessen wenigstens und hier Wasser. Keine Ahnung warum. Aber auf Malle schmeckt irgendwie das Wasser nach Sprite die ganze Zeit. Übel dumm. Ich fahre jetzt auf jeden Fall zur Villa und dann nehme ich euch halt damit. Digga, guckt euch mal bitte diese Aussicht an. Das ist geisteskrank. Oh, da oben in den Berg sind einfach Ziegen. Das ist cool. Da waren freie Ziegen. Ich dachte, die gehören zu irgendeinem Nachbarn oder irgendwas, aber die leben da einfach. Ganz normale Bergziegen. Da waren auch Babyziegen, die sind in kleinen Grüppchen unterwegs, essen Rasen, haben Hörner und sind scheu. Die sitzen hier gerade alle und essen. Ich habe schon gegessen. Mir geht's tatsächlich besser. Digga, da unten ist auch so Tennis, Fußball. Da ist ein Tennisplatz ohne Zaun. Das ist zwar eine 35 Millionen Euro Villa, aber wer spielt denn Tennis ohne Zaun? Also da ist ja jedes Mal, also im Tennis geht es darum, dass der andere den Ball nicht kriegt. Also das ist ja immer alles weg. Dann landen da unten bei den Nachbarn bestimmt einfach 500 Tennisbälle und es juckt sie nicht. Das juckt ja einfach nicht. Das was auch immer. Guckt euch das mal an, Digga. Aussehen nach vorne war noch krasser. Der Schwein ist kostenlos. Und dann bin ich auch dabei, genau. Einfach auf YouTube Werbung machen für Twitch Prime, zieht das? Also, keine Ahnung, wir müssen später um 17 Uhr haben wir so eine Probe für ein paar Stunden. Und ja. Dann haben wir diese Probe um 17 Probe? Uhr für ein paar Stunden. Jetzt erstmal chillen. Mir geht's echt gut. Nur Vita-Rate. Ich schwöre, also jetzt Rating. Ich habe jetzt alles getrunken heute. Wassermelone 8 von 10. Zitrone 10 von 10. Himbeere ist wirklich das Beste von allen, finde ich. Also das ist eine 11 von 10, no joke jetzt. Und Pfirsich ist eine 6 von 10. Also es ist wirklich sehr lecker. Und dafür, dass es wirklich ohne Zucker ist und ein Vitaminwasser, ist wirklich fucking crazy. Und guckt bitte das mal an. Irgendwann in Schala. Hier nochmal die Aussicht von besserem Winkel. Ja, die ist nochmal krasser von vorne. Guckt euch mal das an, Digga. Das ist fucking geisteskrank. Also wirklich, ne? Die Villa ist schon fucking crazy, ne? Aber die Location ist wirklich 100 von 10. Wirklich, das ist ein Traum. Das hat er Musik eingeblendet oder war da jemand am Klavier? Also wirklich, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für den Inhalt von Eli. Das ist wirklich todesnice hier. Da ist jemand am Klavier drin. Danke für alle. Wer konnte denn so gut spielen? Ich bin niemals hier, wo ich gerade bin. Und ja, jetzt könnt ihr noch die Aussicht genießen. Das ist ein Traum, wow. Warte mal ganz kurz. Scheiße. Hörst du im Auto Musik? Nein, im Auto nicht, da konzentriere ich mich. Und ich telefoniere und höre einen Podcast lieber. Aber ich zum Beispiel so Song Competition, ich liebe Musik, aber ich höre sie nie, weil ich mag sie im Hintergrund. Also, aber schon.
Ist ein komplett gutes, kann man machen. Ist nicht so, kann man verstehen. Ja. In welchen Situationen hörst du? Beim Fitness? Beim Fitness? Ja. Warst du? Ja. Eminem immer. Okay, ja, okay, kommst du mit auch? Und wenn ich feiere, bist du mit uns dann dabei? Ist so 80s, 90s. Aber so Disco. Zu Hause mal. Selbst Megapark war gut. Aber kommst du mit deinem Nein. Bus? Nein. Am Auto? Auto auch lange Zufahrten, lange Zufahrten? Zufahrt. Auch nicht. Immer Podcast, immer Zug. Serie. Zug? Nee. Verstehen Sie jedes Mal nicht. Ich war vor zwei Tagen. Also er hat mehr als 10 Ja, das sagt man. Vor zwei Tagen, also ich hatte eine Kundin. Wegen keiner den Namen, ne? Die haben das Eis reverse gebraten. Das war nur so eine Milchcreme. Platt ist minus 30 oder noch mehr. Und dann wird das hart. Wenn du das anfasst, kriegst du auch Verbrennungen. Das ist ja eine Erfrierung, nur halt andersrum. Das ist ein cooles Konzept. Auf jeden Fall war die mit ihrem Freund bei uns. Hat ein Eis genommen. Und am nächsten Tag bin ich so mit dem Restaurantmanager da, wo die Kooperation zusammen haben. Ja. Stehe ich so mit ihm vor der Theke, ja. Kommt plötzlich eine Frau. Also aufpassen bitte, lauft sie zwischen uns durch. So. Als sie dann durch uns durch ist, hält sie Englisch an zu sprechen, obwohl sie vorgestern mit mir Deutsch gesprochen hat. Ja. Sie natürlich, sie hat viel Wasser getrunken. Dann ist was, nennen wir es mal so. Viel Wasser, hochprozentiges. Ja genau, viel hochprozentiges Wasser getrunken. Ja, und dann erzählt ihr mir ja so, dass ihr Freund da vorne ist und dass sie PUBG zockt, genau. Ja. Also dann, ich weiß es nicht. Und dann Digga, ich hatte davon echt 6 Eis, muss ich sagen. Aber halt ohne Früchte, das ist halt ein Amateurfehler. Da gab es auch Kinder Bueno, Oreo und Brownies. Oh, ich nehme lieber eine Erdbeere. Hat sie, weil ich ja Libanese bin, weil ich habe ja gesagt, ich bin Libanese, und dann sagt sie so, ja, dabei habe ich einen aus Libanon besucht, im Libanon. Das war mein Machst Sohn. Du das ganze Eis in deinen Vlog rein? Ja. Oh. Ja, ich hab da mein Freund jetzt vorne, du hast ja gesagt, das ist eine Freundin. Ohne Früchte, nur Oreo und Keks und Milch, Eis. Hab ich noch ein Lecker bekommen. Lecker, ich hab Nudeln. Nutella und so. Oh, Max. Ja, Nutella gab's da, als Topping Nutella noch. Das ist nicht dein Ernst. Sie hat noch ihren Freund vorne bei Megapack. Sieht geil aus. Sehr geil aus. Willst du die Mettenzest oben drauf? Ja, gerne. Sieht krank aus. Danke, mein Lieber. Warte, bis es ist. Hä? Warte, bis es am Essen bist. Boah, ich freu mich drauf. Ja, ich mich auch. Danke, Bro. Sieht sehr krass aus. Gerne. Lass dir schmecken. Danke, Bro. Kurz sagen, alles schmeckt geisteskrank. Ist so lecker. Hier. Hab schon die Mango und so gegessen? Perfekt. Ist geisteskrank lecker. Geisteskrank. Ein Döner mit doppelt Fleisch. Ja. Wie oft man gefilmt wurde. Soße. Ja, okay, gut. Ja. Und wenn ich für Takeaway mache, ohne Brot, einfach einen Teller. Und die Döner. So isst du deinen Döner. Nur Soße und Fleisch. Wieso wissen die das nicht? Soße und Fleisch. Aber ich bin auch ein Fan von dem Berliner, die haben immer so Gemüsekebab, wenn die das. Die haben so gebratene. Das ist frittiert. Frittierte Karotte und Kartoffel im Döner drin. Das schmeckt. Aber die. Das ist super. Das ist also so ein Tomaten-Gurke-Mix irgendwie oder Eisbergsalat in einem Döner finde ich völlig beschissen. Aber wenn das so eine richtig geil, nice frittierte Karotte und Kartoffel und so ein Stuff ist, dann ist es echt gut. Zucchini muss ich rauspicken. Die schmeckt scheiße. Hast du schon mal Fischdöner in Hamburg gegessen? Fischdöner, nee. Okay, sehr krass. Fischbrötchen ist aber super. Ich bin fast ein Pestetarier. Ja? Bin ich beinahe. Michi, komm mal her, wir müssen über Top-Gemüse. Was denn? Komm mal, die Michi, komm mal. Nee, hier komm mal. Da hat Michi dich schön einen drin. Nee, komm mal dichter. Ja, warum denn? Komm mal näher ran. Was ist da? Wir reden. Wie skeptisch ist er? Wieso kommt er noch nicht mal? Wie kommt er nicht? Ja, weil sein Lieblingsgemüse in Top 3 mit drauf sind, ist erstmal Karotten und jetzt müssen die anderen herausfinden. Es ist nicht Champignon-Zügelgemüse, das liebe ich. Du bist, guck mal, Dicker, das ist halt. Guck mal, woher wusste er das? Ganz genau. Was hat Micky gesagt? Was ist einfach? Wieso weiß er einfach sein Lieblingsgemüse? Brokkoli weiß er einfach. Rote Paprika. Mit Kokosmilch schmeckt eh alles gut. Ja, so Hähnchencurry, Kokosmilch, Brokkoli, super. Ich glaube, also Kokosmilch macht alles gut. Ja, aber ekelhaft ist so Aubergine rein, und Chili. Was? Egal, wie du es zubereitest, Aubergine schmeckt. Aubergine ist auch geil, ja. So
angebratene Aubergine nicht auf dem Grill? Hab ich. Weißt, boah. Esse ich, aber muss ich mich immer übergeben. Oder denkst du... Das ist geisteskrank. Statement. Ey, Max. Kalle hat auch richtig Gas gegeben schon morgens. Deine Top 3 Gemüse? Ich hab keinen. So, wir fangen jetzt mit Ballermann. Ich bin im Team mit Sydney. Omet. Bin ich noch im Team? Sydney, Omet. Mein Team vergessen. Telefonierst du gerade? Mit mir? Nein, ich bin Block. Mit wem bin ich noch im Team? Telefonierst du? Und telefonierst du? Omet? Hier, Danny. Danny? Was? Und ich? Was? Nee, Trimax. Ah, wie ich echt als letzter Schwanz, Alter. Trimax, das ist mein Team. Also morgen wird 25.000 quick. So, wir sind jetzt fertig hier. Mit dem Event. Morgen ist das richtige Event, also jetzt von der Teams ausgelost und sowas. Und morgen ist das richtige Event, ihr könnt auch mal Ausblick genießen, das Tod ist geil. Auf jeden Fall sind wir jetzt fertig mit dem Event, fahren jetzt zum Ballermann. Genau, ich trinke nur Vita-Bait. Nee, aber wir fahren da jetzt hin und dann, ich weiß nicht, ob ich euch später updaten kann. Aber sonst mache ich das morgen, weil morgen gewinnt mein Team. Ja! Einfach wie Juve, das ist das Volk da hinten gleich live. Leon Mascher. Das ist so, ey, wir leben in einer Simulation, das ist so eine random Szene. Das ist eine 24-jährige Schwedin mit einem 15-jährigen Fortnite Pro Reason und im Hintergrund kommt gleich Leon Mascher im Megapark auf dem Ballermann auf dem Malle Live-Auftritt. Das ist so geil. Boah, die haben ja alle gejubelt. Wie viele Leute haben denn da gejubelt? Da haben wir noch irgendwelche Randoms mitgejubelt. Alter, also, guck mal hier. Wer war's? Ich habe in Sydney's Vlog, was passiert ist. Ich bin fucking tot. In anderthalb Stunden ist das Event. Wir übernehmen jetzt ein Taxi, Mickey, mein Bruder und ich. Und fahren dann zu der Villa. Genau, ich vlog heute wieder mehr. Gestern war schlecht, aber heute... Stimmt, die Frage ist, wieso wird das gefeiert? 15.24 Einfach pädophil. Wieso wird das gefeiert? Ja, stimmt. Wer jetzt mal, wer ist 24? Sydney oder so? Was ist, wenn Sydney mit einer 15-Jährigen rumgemacht hätte? Hätten die Leute auch so gejubelt? Der hätte einfach nur einen riesigen Shitstorm kassiert. Und hätte eine Anzeige bekommen. Der wäre wahrscheinlich noch in Malle direkt in den Knast gewandert. Aber wieso ist das so? Da feiern alle die 24-Jährige, aber wenn das ein Typ macht, dann ist richtig Katastrophe. Scheiße. Die Schönen kennt man halt nicht. Ja gut, trotzdem. Trotzdem, bei Frauen ist das nicht so schlimm wie bei Männern. Heute vlogge ich dann mehr und krieg ganz, ganz, ganz viel Content raus auf Backstage und behind the scenes und sowas. Das ist sehr gut. Falls ihr fragt, wie ein Gewinner-Outfit aussieht, genau so. Mit der pinken Hose. Ja. Insgesamt ja, aber bei mir nicht, Alter. Genau so sieht das aus. Und jetzt, heute wird gewonnen. Die 25.000, die nehme ich hier mit. Die werden eingetötet. Und dann gucke ich, was ich damit mache, genau. Einfach S-Hose an, Max. So scheiße. Nee, scheiße. So scheiße. Das war ein Vlog? Ja, sag ich mal. Das ist dark. Ich wollte sagen, dass Reason und ich gestern wirklich auf der Jagd waren. Und Reason war erfolgreich, ja. Wir waren top auf der Jagd. Wir sind beide erfolgreich. Heute wieder. Heute wieder. Nimmst du heute wieder mit? Was? Das kennen wir heute. Baby Girls. So sehen Gewinner aus. Ihr werdet den Gewinner. Die gehen wieder auf Jagd auf Baby Girls. Baby Girls, über 10 Jahre älter als er. Wir sehen hier von den illegalen Cyberhacks. Passt auf. So sehen sie aus. Würde ich schon gut haben. Zitrone, 10%. Sehr lecker. Genau, es geht jetzt gleich los. Es ist gerade 14.40 Uhr. Und so sieht das hier alles aus. Wir haben wie alt ist Elders? Elders ist, glaube ich, schon 18, ne? Sieht das hier gerade aus? Bisschen Stress, Edi ist bisschen nervös. Da ist Omet! Mein Teammate! Wie Es geht los! Und die Scheiße jetzt. Ballermann, Megapark. Wie war's? Also, ich sag mal so. Ja, halt sehr gerne. Das war eine ganz andere Welt. Das war wirklich eine andere Welt. Da war meiste Zeit Schlager, jeden konnte. Aber irgendwie war es vielleicht klar, dass jeder von uns irgendwie plötzlich doch in die Menge wollte. Und das war dann schon sehr, 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 sehr witzig. Und ich sag mal, ich mal anstellen, es war wie so eine Gamescom. Also meiner Meinung nach. Nur mit halt Leuten, die irgendwie über 18 sind und komplett, außer ich. Was war der Lieblingsauftritt? Da frage ich und auch ich. Gerne mal. Es gab nämlich gestern einen Highlight-Auftritt. Ich wollte eigentlich nach Hause, aber dann kam Max noch um die Ecke und gesagt, wir können nicht gehen. Ich sag, warum können wir denn nicht gehen? Ja, warum konnten wir denn nicht gehen?
Wir waren da, auf einmal war so ein Riesenplakat da. Leon Mascher tritt auf. Finale, jetzt hören wir uns qualifiziert. Mit dem entscheidenden Wurf. Viel Glück an, wir sehen uns 25.000 quick. Alle zusammen. Er ist wieder nachgefüllt, noch unlucky. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Verloren. Ich habe das Wasser gegeben am Ende, was ihr nie dieses Stream gesehen habt oder Video sehen werdet. Maximal gefroren. Weil ich habe einmal den Tisch aus dem gefühlt umgekippt. Sonst habe ich eigentlich gut gespielt. Ich bin zufrieden mit meiner Performance. Koray, sag was zu meiner Performance. Er ist der Beste. Du hast am Ende ein bisschen verkackt mit dem Tisch. Passiert dem Besten. Jeder Joke. Trotzdem super Leistung. Weitermachen. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Du bist auch sehr gut wieder in der ersten. Ja. Hat einmal einen guten Wurf getroffen, einmal geil reingesprungen, den Elfmeter reingeschossen. Er hat insgesamt ganz gut performt. Klar, einmal gegen den Tisch gekommen, klar. Kann passieren, aber sonst war das, oh Gott, für 15 eine Mordsleistung. Drücke Carry. Ich weiß nicht, ein Game war ich richtig useless. Mhm. Ich weiß nicht mehr welches, ein Game war ich richtig useless. Mhm. Aber den Rest, ich bin echt zufrieden, muss ich sagen. Plus eins. Heute? Oh, ernst? Drei. Heute komplett drei. Im Seil ziehen. Tau ziehen. Ja, aber sonst? Mir ist gut. Heute komplett Baby Girls, komplett auf Ernst. Er benutzt Babygirls, glaube ich, nicht unironisch. Er nennt wirklich Babygirls. Also für ernst? Und? Was ist Reason? Und dann so. Ich sag Reason holt heute wieder mehr Frauen als er, obwohl er schon reserviert für heute. Ja, du bist krass. Wieder welche getroffen? 1, 2, 3. Der Mann ist auf einem super Level. Ja, sehr. Ja, wir brauchen aber keine zwei Leute als Film, Mann. Der hat eine halbe Stunde geschlafen, bevor der Flieger kam. Weil der Shuttle so früh kam. Starker Vlog, sehr gut. Gut abgerissen. Es gibt ein Abonnement und ein Like. Macht das auch. Sehr geil.